Prozesscontrolling kann ein ganz schwieriges Feld sein. Mitarbeiter fühlen sich überwacht, Erbsenzähler sorgen für Frust und der Chef hat trotzdem null Überblick über die Leistungsfähigkeit der Abläufe. Oder es verlieren sich alle gemeinsam im Klein-Klein und nichts geht irgendwie vorwärts. Aber das muss nicht sein. Prozesscontrolling kann eine ganz, ganz große Hilfe für alle Beteiligten sein, vom Chef bis wirklich auf die Arbeitsebene runter, wenn man ein paar Tipps beherzigt. Und diese Tipps und einen ersten Überblick gibt es in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Eines gleich ganz vorneweg. In diesem Video gibt es einen Überblick über das Thema Prozesscontrolling. Wer tiefer in das Thema Prozesscontrolling einsteigen will, sollte gleich den Kanal abonnieren, denn ich greife Video für Video ein bestimmtes Thema aus dem Prozesscontrolling auf und werde das im Detail besprechen. Also verpassen Sie keine kommenden Videos und abonnieren Sie den Kanal. Was ist Prozesscontrolling und wie schon unterscheidet sich es eigentlich vom normalen Controlling? Was ist da der Unterschied? Das Prozesscontrolling informiert Benutzergruppen spezifisch über die Ablauforganisation. Es schafft also Transparenz über die Prozessleistung und mögliche Verbesserungspotenziale eines Unternehmens. Das klassische Controlling hingegen schafft mehrheitlich Transparenz über die Aufbauorganisation, also informiert funktional über Budgets, Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger oder Deckungsbeiträge. Und beide Controlling-Arten haben gemeinsam, dass das Controlling nicht kontrollieren, also nicht als kontrollieren, als Kontrolle zu verstehen ist, sondern dass wirklich Transparenz über das Soll, das Ziel, das Ist, die Zielerreichung und mögliche Abweichungen schaffen soll. Controlling ist daher also eher wie ein Lotse auf einem Schiff, der berät, wo eine Untiefe ist. Controlling ist also nicht der Steuermann und gar nicht der Kapitän, sondern es ist immer noch der Verantwortliche eines Prozesses oder eben der entsprechenden Abteilung. Controlling hilft also nur, Transparenz zu schaffen. Das Prozesscontrolling teilt sich auf in drei bzw. vier Aufgabenbereiche. Die Prozessbewertung, die Prozessüberwachung und die Prozessinformation. Und bei der Prozessoptimierung lässt sich wirklich streiten, beziehungsweise es kommt eben auf den Betrachtungswinkel drauf an, ob man sie als Aufgabenbereich zum Prozesscontrolling zählen will oder eben nicht. Dazu später mehr und vor allem meine persönliche Einschätzung zu dem Thema. Fangen wir mit der Prozessbewertung an. Was versteht man wirklich unter Prozessbewertung? Was ist das? Im Rahmen der Prozessbewertung prüft man systematisch ab, ob ein Prozess überhaupt zur Unternehmensstrategie passt oder ob das weg kann. Vielleicht fehlen ja auch Prozesse zur Umsetzung der Strategie. Auch das wird im Rahmen der Prozessbewertung wirklich analysiert. Die Prozessbewertung setzt damit die anerkannte Vorgehensweise um, dass Prozesse der Strategie folgen, der Unternehmensstrategie folgen. Und Organigramme, also Abteilungen und Teams, folgen den Prozessen. Nicht andersrum, wie ich leider in vielen Unternehmen immer wieder feststellen muss, dass man zuerst Kästchen malt und Organigramme irgendwie aufbaut und dann überlegt man sich, was sollten die jetzt eigentlich machen? Das kann nicht wirklich sinnvoll sein und gut gehen. Beim Themenbereich Prozessüberwachung geht es also auch um die Ziele und die Kennzahlen der Prozesse. Man misst die Zielerreichung anhand von passenden Kennzahlensystemen und untersucht laufend die Prozessrisiken und deren angemessene Behandlung. Wer sich zum Thema Risikomanagement als Überbegriff zu dem Thema Prozessrisiken und speziell zu den Prozessrisiken selbst mal wirklich vertieft informieren will, auch für den habe ich hier eine Videoempfehlung, das ist eine ganze Playlist. Gucken Sie mal mit rein, da habe ich das Thema Risikomanagement wirklich Schritt für Schritt mal mit erklärt. Und damit ist die Prozessüberwachung auch das zentrale Element, das die meisten im Kopf haben, wenn sie ans Prozesscontrolling denken. Das Messen der Prozessleistung und das Erheben von Kennzahlen. Oder spöttisch gesagt, die Erbsenzählerei. Der dritte und wichtige Aufgabenbereich im Rahmen des Prozesscontrollings ist die Prozessinformation und vor allem die Kommunikation. Was nützen denn die schönsten Prozesslandkarten oder Prozessziele, wenn sie im Unternehmen keiner kennt oder eben auch keiner findet? Auf der anderen Seite müssen die zur Verfügung gestellten Prozessinformationen auch von den jeweiligen Adressaten verstanden und auch richtig interpretiert werden, damit sie eine Grundlage für entsprechende Entscheidungen auf der jeweiligen Ebene bilden. Dazu vielleicht auch ein Beispiel. Wie oft kommt es denn vor, dass ein Geschäftsführer mit Tausenden von Kennzahlen geflutet wird, die für einen Überblick aber vollkommen ungeeignet sind? Gerade in größeren Unternehmen, also größerer Mittelstand oder Konzerne, gibt es Tausende von Kennzahlen und wirklich schwerst beschäftigte Controller, aber der Informationsgehalt tatsächlich für den Adressaten ist eher mau. Und was nutzt es, wenn ein Vorarbeiter an einer Montagelinie ein Globalziel wie 12,7% Umsatzsteigerung vorgesetzt kommt, mit dem er selber jetzt an seiner Linie nichts anfangen kann,
weil er es überhaupt nicht direkt beeinflussen kann. Er bräuchte doch eigentlich viel mehr Kennzahlen wie, was sind die richtigen Ausschussquoten zum Beispiel oder wie lange muss die Maschine laufen und welche Taktzahlen schaffen sie. Das sind doch die Kennzahlen, die eben ein Vorarbeiter an der Linie wirklich braucht, aber nicht 12,7% mehr Umsatz. Sie sehen, Ziele und Kennzahlen müssen adressatengerecht aufbereitet werden, damit sie überhaupt Sinn machen. Und genau dieses Aufbereiten ist eben die Aufgabe des Themenfeldes Prozessinformation. Und jetzt kommen wir zu einem kontroversen Thema. Ist die Prozessoptimierung Teil des Prozesscontrollings, ja oder nein? Es gibt also einige in der Literatur zum Beispiel oder auch in der Praxis, die eben sagen, das gehört mit dazu. Ich persönlich habe dazu folgende Meinung. Aus dem Prozesscontrolling heraus bekomme ich eine Entscheidungsgrundlage, wo eine Prozessoptimierungsmaßnahme starten sollte und was das Ziel dieser Maßnahme ist. Also durch die Kennzahlen erkenne ich die Punkte und die Schwachstellen in den Prozessen, die ich verbessern muss. Und eine erfolgreich durchgeführte Maßnahme muss sich positiv in den Kennzahlen niederschlagen. Also, wenn ich was gemacht habe, eine Verbesserung durchgeführt habe und die war erfolgreich, muss ich das ja positiv messen können. Wenn ich das nicht beobachten kann, war die Maßnahme eben ergebnislos. Und die Prozessüberwachung sieht damit, ob eine Maßnahme auch wirklich was gebracht hat oder eben auch nicht. Und auch die Anzahl der durchgeführten Prozessoptimierungen, also wie viel KVP-Schritte schaffe ich denn pro Zeiteinheit, also pro Woche, pro Monat, pro Jahr zum Beispiel, und deren Durchlaufzeit, sind die immer schnell abgeschlossen oder ziehen die sich wie so ein endlos Bandwurm über Jahre hinweg durch die Firma und werden nie fertig? Das sollte wirklich im Rahmen des Prozesscontrollings echt gemonitort werden. Aber die Durchführung der Maßnahmen selbst ist in meinen Augen ein eigenes Aufgabenfeld, und zwar das zentrale Aufgabenfeld Prozessoptimierung, KVP oder wie auch immer Sie diese Verbesserungen nennen wollen. Das Prozesscontrolling ist sozusagen der Startpunkt, also wie eine Auftragserteilung, und der Endpunkt, wenn der Vollzug gemeldet wird und damit quasi das Ergebnis der Prozessoptimierung wieder übergeben wird. Aber das Wie, also die konkrete Durchführung, das ist doch eine eigene Disziplin im Rahmen des Prozessmanagements und nicht Teil des Prozesscontrollings. Das ist meine Überzeugung und so gehe ich eigentlich auch immer an das Thema ran, wenn ich dazu entsprechend gefragt werde. Das Prozesscontrolling beinhaltet daher aus meiner Sicht die drei Aufgabenbereiche Prozessbewertung, Prozessüberwachung und Prozessinformation. Und im nächsten Video gebe ich mehr Details zum Thema der Prozessbewertung. Wir sehen uns also gleich. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.